Der Begriff Graue Jedi oder nur Graue hat eigentlich zwei Bedeutungen. Zuerst wurde der Ausdruck nur von Jedi und Sith verwendet, um Machtnutzer zu beschreiben, welche einen Weg zwischen der hellen und der dunklen Seite gehen, ohne sich der verführerischen dunklen Seite oder der hellen Seite hinzugeben. Später wurde der Begriff vom Hohen Rat der Jedi genutzt, um einen Namen für Jedi zu haben, welche sich vom Rat distanzierten und außerhalb des Jedi-Kodex arbeiteten. Um sich jedoch als wahren grauen Jedi bezeichnen zu dürfen, musste man beide Qualifikationen erfüllen und keine Präferenz auf eine bestimmte Seite der Macht haben. Ein Beispiel wäre Juli Bindo, ein ehemaliger Jedi-Padawan und grauer Jedi, welcher der Alten Republik diente. Aber bedenkt, wenn jemand beide Seiten der Macht benutzt, ist es ein Unterschied, ob er sich in seinem Geist auch auf beide Seiten der Macht bezieht oder eben auf gar keine. Ein Beispiel für einen Jedi, welcher sich auf beide Seiten der Macht bezog, ist Revan oder Mace Windu mit seinem Kampfstil, dem Wapat. Und jemand, der auch beide Seiten genutzt hat, sich aber auf keine der beiden Seiten bezogen hat, ist Ahsoka Tano in Rebels. Demnach ist eigentlich nur Ahsoka eine graue Jedi, da sie weder dem Pfad der hellen Seite noch dem Pfad der dunklen Seite folgt. Sie macht einfach ihr eigenes Ding. Graue Jedi wurden oft mit dunklen Jedi bzw. gefallenen Jedis gleichgestellt. Was jedoch falsch ist, da ein dunkler Jedi einfach irgendein Machtnutzer sein kann und graue Jedi einmal unter Anführungszeichen echte Jedi waren. Wer einmal ein Sith war, konnte nie als grauer Jedi betrachtet werden, da der Sith-Kodex die volle Hingebung der dunklen Seite verpflichtet. Der Begriff grauer Jedi wurde aber auch manchmal verwendet, um Jedi mit unorthodoxen oder komischen Methoden einen Namen zu geben. Zum Beispiel wurde der Jedi Qui-Gon Jinn von einigen Mitgliedern des Jedi-Ordens als ein solcher bezeichnet, da sie öfters Meinungsverschiedenheiten hatten. Eine Gruppe von abtrünnigen Jedi, welche sich selbst die Grauen Paladine nannten, nutzten den Begriff, um sich in einer gewissen Weise selbst zu beschreiben. Das Besondere an ihnen war, dass sie den Einsatz von Blastern im Kampf befürworteten und sich nicht so auf das Lichtschwert, der traditionellen Waffe der Jedi, verließen. Ansonsten hielten sie sich jedoch an den Jedi-Kodex. Allgemein stammt der Begriff aus einer Zeit weit über die alten Sith-Kriege hinaus, als der Hohe Rat der Jedi versuchte, ihre Macht zu festigen und den Orden zu zentralisieren. Einige Jedi waren allerdings der Meinung, dass der Rat nicht die Befugnis hatte, den Jedi-Code neu zu strukturieren. Für sie gab es keinen strikten Kodex, an dem man sich halten muss. Für sie gab es nur die Macht. Während dieser Zeit trugen die frühen grauen Jedi eine besondere Art von Robe, damit man sie erkennen konnte. Jahrtausende später wurde der Begriff dann von dem Jedi-Orden neu verwendet, um sich auf Jedi zu beziehen, die sich von denen des Jedi-Ordens unterschieden, sich jedoch nicht der dunklen Seite hingaben. Diese waren zum Beispiel die Jen Sarai und die Imperialen Ritter. Ach ja, und vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich ein neues Kanalbild habe. Da muss ich mich nochmal beim lieben Battlefront Junkie bedanken. Er hat übrigens auch einen Star Wars Kanal. Der Link dazu ist in der Beschreibung und in der Infokarte. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.